Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Might and Magic World of Xen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe mich mal umgeschaut gehabt. Einige Sachen können wir umschwenken. Die Silberkeule zum Beispiel bekommst du. Ist einiges besser als das, was du hast. Dann den Goldlangbogen darfst du haben. Um einiges besser als der Goldquarzbogen. Gut. Ich glaube, das war es sogar schon von den Waffen her. Rüstungen. Da haben wir Obsidianstiefel, also die besten Stiefel, die es gibt. Die bekommst gerade du. Das passt eigentlich, meiner Meinung nach. Dann ein Rubinschild. Den darfst du haben, wenn du nicht voll wärst. Hey. Ja, da haben wir das Problem. Alle sind voll. Na gut, dann schauen wir mal kurz. Kann ich hier irgendwie... Ja, okay. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir erstmal kurz verkaufen gehen. Ich glaube, das war... Ja, genau. Schaut euch hier nur um. Verkaufen. Also, Waffen waren wir, glaube ich, fertig. Das andere waren alles nur anderes Zeug. Das heißt, das hier kann alles mal verkauft werden. Dann haben wir nämlich auch wieder Platz. In unseren... den Ebenholzstab würde ich mal behalten, weil den Xen-Töter, der macht halt mehr viel Schaden. Aber ich bin mir nicht zu 100%ig sicher. Naja, egal. Lederstiefel kommen weg. Silberschild kann weg. Das kann weg. Die bleiben alle drinnen. Aber die Plattenpanzer, das hier und das hier kann weg. So, jetzt... Bis bald. Ja, wir kommen gleich wieder. Keine Sorge. So, Rüstung. Wie war das jetzt? Das Rubinschild wollten wir dir geben. Dann kann das Bernschild weg und das Rubinschild angelegt werden. Genau. Du bekommst das Goldschild. So. Und das Platin-Schild bekommst du. Hoppla. Na doch, ich hab's angelegt. Gut. Platin-Schild, das haben wir. Der Bernsteinhelm. Irgendwer hatte den Bernsteinhelm, genau. Den darfst auch du ansehen. Die Kristallstiefel. Wer hatte jetzt die Kristallstiefel? Irgendjemand hatte Kristallstiefel, du hattest Kristallstiefel. Auch die bekommst du. So, und das war's von den Ausrüstungsgegenständen. Jetzt kommen wir noch hierher. Lepra-Schauensring. Den bekommst du. Der gibt nämlich plus 30 Glück. Und das ist ziemlich genial. Der hier, der bekommst du, der macht jetzt nicht so viel. Der hat jetzt nur Widerstände ein bisschen erhöht. Und dann habe ich dir schon gegeben, diese Gemme bekommst du mit mehr Persönlichkeit. Und das war's jetzt alles. Der Rest kann alles verkauft werden. Schaut euch hier nur um. Verkaufen. Das hat man, glaube ich, alles schon. Genau, Rüstung. Kann jetzt alles andere verkauft werden. Ja, da wird es langsam auch eng ein bisschen. Also bei Rüstungen sind wir relativ voll schon. Da wird es eng.
Ja, das war's dann auch. Hatten wir hier noch irgendwie was? Tageszauber wäre eigentlich ganz gut. Elementschutz ist gut. Heiliges Wort, Stab, Elementschutz, Erste Hilfe, Monster erkennen. Ja, aber ich verwende die eigentlich nie richtig. Ja, den hier machen wir mal weg. Kälte brauchen wir eigentlich auch nicht, Licht auch nicht. Teleporter. Gegengift. Brauchen wir eigentlich nicht. Sollte ich ja vielleicht, vielleicht sollte ich sie in Zukunft mal ein bisschen mehr verwenden. Wenn wir. Wenn wir ja Dings sind. Bis bald. So. Badam, badam. Hier war, glaube ich, trainieren. Konnten wir trainieren? Ihr wollt trainieren? Jawohl. Ja, ganz gut. 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 Ja, so. Ganz gut. Das ist doch nicht schlecht. Damit sind wir jetzt alle auf jeden Fall Stufe 20. Bis auf du, du bist sogar schon Stufe 22. Und bei den Rüstungswerten sieht es auch ganz gut aus, glaube ich. 66, das ist doch ziemlich gut. Eine ziemlich gute Rüstungsklasse. 51. Du bist 54, okay. Du bist auf 38 hochgegangen. Du auf 39. Und du auf 35, alles klar. Damit weiß ich Bescheid, weiß ich mal wieder, welche Rüstungsgegenstände wer was kriegen soll. Naja, egal. So, wir sind, glaube ich, soweit fertig, dass wir Schlossblick verlassen können. Und starten auf A4. Schau mal erstmal, was gibt's denn hier Schönes. Psst, wollt ihr einen Pass für Schlossblick haben? Nur 1000 Gold. So sollte man... Halt mal. Passkontrolle. Okay. Wir kommen da nicht mehr rein. Das heißt, ja, okay. Ist in Ordnung. Passkontrolle. Okay, geht rein. Ist ja krass, dass wir da nicht mehr rauskommen. Aber gut. So, was ist denn das Feld hier unten? Warum ist das schon... Ach, genau. Da sind wir ja rausgekommen für... Aus dem Dings raus. A4. 4 ist ganz unten. Das heißt, hier könnte man theoretisch mal... Was ist das? Melone, wer will aufnehmen? Monga-Melone. Die brauchen wir wahrscheinlich für irgendetwas. Hey, ei, ei. Gehen wir mal bis zum Schluss hoch und machen das hier so. A4. Ja, dann gehen wir mal bis zum Fluss und schauen uns dann bis zum Fluss hier das Ganze an. Da ist ein Brief. Ja, dann werden wir gleich sehen. Auf den Zettel in der Flasche steht: Hallo Fremder, komm her und besuche mich. Xanthus, der Zauberer, mein Zelt, liegt 25 Schritt westlich von Schloss Giftzahn. Okay, das schreibe ich mir mal auf. Ich meine, wir werden so oder so finden, aber... Xanthus. 25 Schritt. Westlich. Schloss. Gift. Zahn. Alles klar. Da kriegen wir wieder so eine Melone. Da haben wir entweder eine Quest
oder einen Ort, den wir zerstören können, wegen Monstern. Ballista, das Einhorn. Ich bin froh, dass ihr diesen Ort gefunden habt. Ohne eure Hilfe hätte ich nicht hierher zurückkehren können, um meine Jugend aufzufrischen. Stimmt, Ballista, kennen wir ja. Die haben wir ja geholfen in Mad Magic 4. Weil ihr mein Leben gerettet habt, will ich meine Magie benutzen, um die eure aufzufrischen. Sind wir jetzt wieder verjüngt worden? Nee. Es freut mich, euch wiederzusehen. Bitte erlaubt mir, eure magische Energie wieder aufzufrischen. Das ist wahrscheinlich jetzt einmal wieder volle Spruchpunkte wahrscheinlich, oder? Ja, da kriegen wir wieder volle Spruchpunkte. Sehr, sehr schön. Noch gar nicht runter, so. Jetzt aber. Moment, die Melonen nehme ich jetzt mal noch nicht mit. Es gibt ein Wort für das, was die Mönche im Schlossblick studieren. Wie lautet das Wort? Ich habe keine Ahnung. Falsch, geht und besucht die Mönche im Schlossblick, um erleuchtet zu werden. Kommt wieder, wenn ihr schlauer seid. Okay, ich dachte, der wollte die Melone haben, deswegen wollte ich erstmal die Melone noch nicht mitnehmen. Dann nehmen wir halt die Melone mit. Hilfe! Ich werde auf Schloss Giftzahn gefangen gehalten! Königin Kalindra, Herrscherin über Darkseid. Okay, da scheint es jetzt nicht irgendwie sowas zu geben hier, dass da in der Ecke was ist. Naja. So, die Mönche. Die habe ich jetzt eigentlich alle außen vor gelassen. Ich habe keine Ahnung, was die genau wollen. Lassen wir es einfach mal. Muss ich mir mal merken, dass da sowas ist? Und vielleicht auch mal nachschauen, was die genau wollen. Die Mönche haben mich nur ziemlich konfus gemacht gehabt. Das Schiff scheint in der Strömung zu zerbrechen. Durchsuchen. Ihr findet Beute und verlasst das Schiff gerade noch rechtzeitig. Es versinkt langsam in den Gewässern. Bis wohin? Ah ja. Hier ist die Grenze zu Afia. Dann bleiben wir mal hier. Oh, was haben wir da Schönes? Luna, die Druidin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Irgendjemand hat meine drei goldenen Statuetten gestohlen, die meinen Altar seine magische Aura geben. Ich ziehe alle meine mentale Heilkräfte aus diesem Altar der magischen Bestien. Damit kann ich alle Tiere heilen, die mit ihren Wunden zu mir kommen. Ohne die magische Aura des Altars fehlen mir auch meine Heilkräfte. Wenn ihr mir die drei Statuetten wiederbringen könntet, werde ich euch hoch belohnen. Ihr könnt mit der Suche nach dem Dieb im großen Südturm anfangen. Man sagt, dass dieser Ort ein Diebesversteck ist. Ich habe keinen Schlüssel, aber ich hörte, dass der Beschützer des Brunnens in der Nähe des Giftpfuhls einen hat. Der Giftpfuhl, haben wir ja gesehen, ist hier nördlich. Okay. Naja, bis hierher. Alles klar. Den haben wir schon. Dann hätte ich gesagt. So. Schauen wir uns hier noch weiter um. Also die Ecken, die wir da hatten. Oder besser gesagt noch Taten. So. Da haben wir ein Schloss. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist das das Ja, wir rasten mal ein bisschen. Ist das das Schloss, das nicht wirklich anwesend ist. Brunnen der Kraft. Deine Muskeln schwellen an, du fühlst dich stark. Plus 25 Kraft. Jawoll. Aber nur temporär. Und hier? Brunnen des Schutzes. Erst juckt deine Haut kurz, dann verschwindet das Gefühl und deine Haut scheint dicker und stärker zu sein. So, jetzt machen wir hier gerade noch fertig. Das haben wir, glaube ich, schon angeschaut, gell?
Ja, genau. So. Damit sind wir hier jetzt fertig. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, was in diesem Schloss vor sich geht. Ist es dieses Schloss, das nicht wirklich vorhanden ist, das nicht in der Sphäre ist? Schloss Kalindra ist aus der Phase geschoben. Ihr könnt es nicht betreten. Okay, es ist also genau dieses Schloss. Alles klar. Moment. Genau. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Bis wohin können wir gehen? Bis hierher können wir gehen. Das ist der Giftstuhl. Da sollten wir vielleicht nicht allzu lange drin sein. Andererseits hat es uns nichts ausgemacht. So, bis hierher. Alles klar, dann haben wir... Ja, Moment. Ah, ich bin eins zu weit runter gegangen. Zu weit rüber gegangen. Wir waren schon im B-Feld drin. Naja, gut. Dann gehen wir einfach mal hier nochmal hoch. Dazu kommen wir gleich. Dann Tobi, der Saphirschmied aus 5 Saphirsteinen. Mache ich euch eine Waffe oder eine Rüstung? Ich verlange dafür 400 Edelsteine. Bezahlen. Da wir ja keine Saphirsteine haben. Ich probiere es mal, aber wir haben ja keine Saphirsteine. Leider habt ihr nicht genug Saphirsteine. Kommt wieder, wenn ihr sie habt. Ja, das war mir irgendwie klar. So, was haben wir denn hier? So. Aus 5 Diamanten mache ich euch eine Waffe oder eine Rüstung. Das kostet 1000 Edelsteine. Bezahlen? Nein, haben wir auch noch nicht genug da. Und hier haben wir... Smaragdstein, mache ich euch eine Waffe? Ja, okay. Smaragdschmied wieder. Aus 5 Rubinsteinen. Ja, die haben wir aber alle nicht, wirklich. So. Der Sumpfhuhl. Drauf. Schwimmen verboten. Ach, warum wohl? Kann ich jetzt gar nicht so nachvollziehen, warum. So, hier können wir mal schauen. Sollte die Party beten. Ja, mach mal. Die Götter kennen, wie wichtig eure Aufgabe ist und schenken euch 3 Stufen. Aber nur temporär. Haben wir auch wieder was Interessantes. Aber wir bleiben erst einmal hier. Schauen uns hier mal ein bisschen weiter um. Da waren wir schon. Wieder einmal müssen wir rasten. Ja, das geht schnell. War mal hier schon drin? Nee, hier war mal auch noch nicht drin. 3 Fuß Hohepriester von Mok. Oh, ich Armer. Ein paar Ketzer in der Priesterschaft haben mich, den hohen Priester von Mok, aus meinem Turm verstoßen. Ich hatte ihren abweichenden Glauben nicht gesehen, bis es zu spät war, um wieder auf sie auf den rechten Weg zu bringen. Eigentlich müsste ich mich selbst bestrafen, aber dafür ist keine Zeit. Ich wurde aus dem Turm ausgeschlossen und muss wieder Zutritt erlangen, um zu retten, was zu retten ist. Der einzige Zugang ist von oben, aber die Ketzer haben magische Wächter aufgestellt, die mich nicht hereinlassen. Vielleicht könnt ihr hineingelangen und mir wieder Zutritt verschaffen.
Euer Versagen beim Angriff auf den Turm ist nicht euer Fehler. Ja. Machen wir schon. Das ist das Turm, wo er wahrscheinlich rein muss. Das dürfte dann der Westturm sein. Findet den Schlüssel zum Westturm und bringt ihn zu Dreyfus. Sammelt den Edelstein Minenrubine und bringt sie den Rubinschmied, um magische Waffen und Rüstungen zu bekommen. Und das sind diese Edelsteine, okay. Für den Energiescheiben und so weiter und die Statuetten. Und da müssen wir zum Südturm. Ja, okay. Alles klar. Und das da ist der Westturm. Wir müssen aber Südturm. Okay, da müssen wir auch hin, aber ja gut. Passt schon. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.